Warum habe ich immer, wenn ich mit dem Typen was drehe, Lebensangst, Digga. Todesangst, wenn ich nicht Lebensangst. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich befinde mich in Österreich. Schöne Kulissen, man könnte denken, entspannter Wanderurlaub. Aber nein, der Typ ist wieder hier mit mir. Bringt das Bike jetzt nicht an, oder was? Ist der Akku zu kalt, oder was? Ja, weißt du, wir müssen da kurz einstellen. In die Toiletten? Ja. Ja, nee, doch, warum nicht, ja? Ist doch warm. Oh, jo. Was mache ich hier schon wieder? Ich habe ganz tiefere Frage. Das kommt jetzt vielleicht ganz komisch. Wenn wir kurz die 10 Minuten das Rechnen oder das Reichstellen, wenn der Akku aufhören, dann will er mit der Person rumfahren. Ich hab nicht verstanden, was sie gesagt hat. Was hat sie gesagt? Wir dürfen es da nicht reinstellen, aber da oben im Schirm. Ach, da, wo die Leute Alkohol trinken. Ja. Geil, Mann. Wir haben gerade mit der Kollegin geredet, ja? Wegen mir kurz das Motor, das Elektromotorrad. Ja. Heute ist bei dem Hahn drinnen. Es ist unfassbar, wie freundlich die Leute hier sind. Das Motorrad sprang am Ende des Tages gar nicht mehr an, aber wir hatten eine schöne Zeit in der Bar. Es flog ein wenig Zeit übers Lande, die Vöglein waren am Zwitschern, der Schnee tauchte auf und der kleine Mugli machte sich wieder auf den Weg zu seinem Kompagnon nach Österreich. Da sind wir wieder bei dir. Ich weiß gar nicht mehr, was der letzte aktuelle Stand war. Warte, bevor wir jetzt da hingehen. Das ist ein Schätzchen, Alter. Ja, der ist auch ganz schön. Ich sag dir ehrlich, den würde ich so mitnehmen. Ich sehe dich auch sehr in seinem, muss ich sagen. Oder schon? Ja, also E90 würde schon sehr stehen. Oh, also es ist ein E90 M3. Ist der offen? Ja. Alter. Oh, die Sitze. Ja, ja, doch. Ja, da müssen wir eigentlich auch mal ein Video drehen, oder? Das können wir sehr gerne machen. Ich muss dir gleich vorweg sagen, bevor du losfährst. Mich hat es hingehauen letztes Jahr. Das heißt, denke ich, für dich nur vorhin ist, dass das Gas einfach brutal hängt. Ja, gut. Nee, das soll kein Problem sein. Also ich bin sehr gespannt, wie sich sowas fährt. Ich bin sowas noch nie gefahren. Also, Schlüssel. Ja, soll man nur schauen, ob ich vielleicht das irgendwie hinkriege, dass das nicht so hängt, weil das hängt nämlich brutal. Ich krieg das schon hin. Ja. Oh, das hängt echt ein bisschen. Alter, das ist komisch. Ja gut, dann fahre ich jetzt ein Ründchen und bin dann gleich wieder da. Ich bin schon wieder länger kein Motorrad gefahren. Alter, ich bin schon länger kein Motorrad mehr gefahren. Ach komm, da kann ich noch rausfahren, schnell auf die Straße. Ihr habt ja im letzten Video gesehen, dass ich das schon beim letzten Video machen wollte. Das ist ein neuer Tag, sind ein paar Wochen vergangen. Alter, ist das komisch. Und ja, ich wollte es eigentlich letztes Mal schon machen. Was auch, um ehrlich zu sein, besser ist, weil letztes Mal wollte der Verrückte da hinten, wollte, dass ich Offroad fahre, auf Schnee und Eis und sowas. Heute fahren wir erstmal entspannt auf der Straße. Also heute gibt es wieder ein richtig entspanntes, saftiges Review von mir. Mugli fährt ein Motorrad, testet ein Motorrad. Die Berichterstattung auch, bisschen wie, oh, ich habe gerade sehr viel Spuck im Mund. Bisschen wie Grip. Danke dir, Meister. Bisschen wie Grip, Digga, für Motorräder. Ich bin der Fachmann, ihr könnt euch auf mich verlassen. Alter, guckt euch auch mal diese Berge, Herr Bruder, ist so schön. Okay, also Freunde. Oh, Digga. Alter. Junge, das Ding geht echt gut ab, Mann. Meint ihr, man kann mit so einem Ding auch wheelen? Also meint ihr, man kriegt das hoch? Ich fahre es erstmal normal. Wir gucken mal. Vielleicht probiere ich nachher den einen oder anderen Wheelie. Hat halt auch hier Enduro-Reifen drauf. Das ist ultra weird. Alter. Weil man hier nichts hört, Bruder. Also, ich höre mich selbst so laut irgendwie. Ich merke auch, meine Stimme ist irgendwie so unangenehm. Ich mag es nicht, mir selber zuzuhören. Okay, erste Eindrücke. Fährt sich wie ein normales Motorrad. Auch die Gasannahme ist irgendwie, also, wenn man jetzt quasi so einen Lautsprecher dran macht, was quasi einen Motorensound machen würde, würde ich denken, dass es... Alter, das geht echt gut. Würde ich denken, dass es ein ganz normales Motorrad ist. Ich bleib mir noch mal kurz einmal hier stehen, vor allem bei, Bruder, bei der Aussicht. Mach mal die Zündung aus. Also es hat hier rechts einen Schlüssel tatsächlich. So sieht das Schätzchen aus. Von der Optik geil, Digga. Sieht halt aus wie so eine Cross, mit denen du so Loopings, nee, was für Loopings, mit denen du so Backflips machen kannst und halt so crazy Stunts und sowas. Wie gesagt, Enduro-Reifen sind drauf. Hier haben wir auch noch die Gabel, die gute drauf, ja, die von... Ja, und was er gerade schon meinte, was halt ultra geil bei so einem Ding ist, wenn es jetzt dazu kommen sollte, was natürlich keiner von uns machen würde, dass man jetzt hier irgendwie Offroad fahren will
und es vielleicht nicht jetzt gerade dein Berg ist, der dir gehört, du bist halt leise unterwegs. Also dich hört wirklich keiner mit dem Ding. Du störst niemanden, du störst die ganzen Tiere nicht. Das ist halt natürlich im Vergleich zu so einer Zweitakter, die halt auch geil ist, Digga, vom Sound, ist das natürlich deutlich entspannter und du packst halt einfach keinen ab. Optik gefällt mir wirklich gut, Freunde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ist halt so eine Crossmaschine, wie man sie halt irgendwie kennt. Hier ist der Startknopf. Ist die jetzt an? Nee. Oh mein Gott. Versuch mal ein bisschen hoch zu lupfen, okay? Nur ein kleiner Hüpfer. Okay, ich krieg's irgendwie nicht so ganz hin. Ja, okay, doch. Man kann die mit Gewicht ein bisschen hochrufen. Du kannst halt natürlich nicht mit Kupplung jetzt einen Wheelie machen. Ich bin mir sicher, wenn man da ein bisschen übt, kann man auf jeden Fall auch Wheelies mit dem Schätzchen machen, was schon irgendwie geil ist, Digga. Wir machen weiter einen Test und zwar machen wir jetzt einen Soundcheck. Soundcheck machen wir nicht, aber wir machen jetzt einen Beschleunigungstest, okay? Also, hier seht ihr die km/h. Wir machen jetzt 0 auf 100. Das sollte hier auf jeden Fall hinhauen. Ich bin bereit. 3, 2, 1... Okay, oha, 60. Okay, jetzt hört sie irgendwie auf, Gas zu geben. Ich glaube, die fährt gar nicht 100, kann es sein. Von 0 auf 50 geht die ultra gut. Und dann hört sie halt auf, irgendwie Leistung zu geben. Aber ich glaube, so ein Ding ist halt wirklich mehr für Offroad gemacht. Also das ist jetzt nicht Straßen... Oh, Digga, also das ist schon heftig, weil du hast halt die Leistung. Du hast die Leistung direkt. Das ist nicht so wie beim normalen Motor, dass du halt wartest, bis der Drehzahl gibt und so. Du hast einfach... direkt Leistung. Habt ihr Bock auf ein Video? Ich mit Otto, also mit Schäfchen, bei dem ich gerade war, hier die Berge, den Berg hier oder so hochballern. Ich organisiere irgendwie noch so ein Ding und dann ballern wir zusammen irgend so einen Berg hier hoch. Da hätte ich schon Bock drauf. Also wenn ihr Lust drauf habt, Freunde, schreibt es gerne in die Kommentare. Ah, eine wichtige Sache habe ich jetzt noch nicht getestet, was auf gar keinen Fall fehlen darf in einem guten Motorrad-Review, und zwar die Hupe. Wie zum Fick hört sich die gottverdammte Hupe an von dem Elektromotorrad? Ist es so wie Cybertron oder Star Wars Shit oder ist es normal? Ich hupe jetzt. Ja, okay, es ist eine normale Hupe. Ich habe mir die irgendwie jetzt cooler vorgestellt. So, wir fahren zurück. Alright, Freunde, da sind wir wieder in Schäfchens Garage. Ich habe es überlebt. Ich habe nichts kaputt gemacht. Sollte stehen. Ach, da bist du. Alter, wo bist du jetzt hergekommen? Du bist einfach hinter mir gespawnt. Hast du Wheelies probiert? Ja, ich habe es nicht hinbekommen. Okay. Was kostet sowas? Weißt du das? Wenn du den Akku mitkaufst, kostet es 12.000. Boah, so teuer. Ja, die meisten machen es aber so, dass sie nur das Motor kaufen. Dann kostet es, glaube ich, 8.000. Aha. Den Akku finanzierst du dann einfach auf 24 Monate. Ah, der Akku ist so teuer, oder was? Genau, das Teure ist eben der Akku. Also war sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank für die Möglichkeit mal wieder. Das war wirklich, ich glaube, das war das erste entspannte Video. Ich habe keine Todesangst gehabt gerade. Ich habe ein professionelles Review gemacht für die Leute. Wirklich? Ja, ein bisschen über Technik, Tech, weißt du, was ich meine? Ja, ja, die Volt und so, Ampere, weißt du, die Angaben vom Strom und sowas. Wie hast du das rausgefunden? Im Vokabelheft habe ich das mal notiert alles. Vielen, vielen Dank. Gib mir gerne Bescheid, wenn du ready bist oder wenn die Leute Bock haben, da sehe ich uns beide dann in dem Ding wieder. Obwohl wir dann wahrscheinlich wieder eine Nahtoderfahrung haben werden. Ohne ist, glaube ich, nicht so witzig. Freunde, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Heide Ackermann, jetzt sag's richtig. Heide Ackermann und... Vergessen. Warum? Also... Nein! Peace! Peace. Okay, scheiß drauf, ich mach die Kamera wieder auf.